Auch wenn es niemand mehr hören will, die vierte Welle ist da und sie nimmt an Fahrt auf. In der Covid-Station des Klinikums Darmstadt liegen am vergangenen Donnerstag bereits 12 Patienten, die allermeisten ungeimpft. Oberarzt Cihan Celik ist seit Beginn der Pandemie im Einsatz. Pausiert hat er nur, als er selbst an Corona erkrankte. Jetzt behandelt er Menschen wie Werner Müller, Wirtschaftsprofessor, Impfgegner und Querdenker. Wie ist die Luft jetzt? Wie ist die Luft noch? Ja, Luft habe ich immer bekommen. Subjektiv. Ja. Ich habe nie Atemnot gespürt. Sie spüren das gar nicht so sehr mit der Luftnot, richtig? Nein. Okay. Wir haben in der Röntgenuntersuchung schon gesehen, dass es eine Covid-Lungenentzündung ist, also Infiltrate auf beiden Seiten, was immer so das Zeichen schon ist, dass es um einen schweren Verlauf handelt, der schwere Verlauf durch Sauerstoffpflichtigkeit gekennzeichnet ist. Impfen kam für ihn offenbar trotzdem nie in Frage. Zu viel politischer Druck, die ganzen Zulassungsfristen zu verkürzen. Und da möchte ich nicht Versuchskaninchen sein. Jetzt wollen Sie das? Nein. Also ich habe die Wirkung sicher niedriger eingeschätzt. Ich habe mir gesagt, wenn ich krank werde, dann werde ich krank. Aber ich lebe gesund, ich rauche nicht, ich habe kein Übergewicht. Ich habe mir zugetraut, dass ich das überstehe. Sie sind in meinen Augen ein Risikopatient, deshalb traue ich dem Frieden noch nicht. Wir haben die letzten 2 Tage einen ansteigenden Sauerstoffbedarf gesehen. Wir passen ganz genau auf Sie auf, auch zwischenzeitlich mit Monitorüberwachung, 2-mal am Tag Blutgasanalysen. Vor seiner Erkrankung ging Werner Müller auf Corona-Demos, hielt sogar Reden. Wofür haben Sie da gesprochen auf den Corona-Demos? Ja, für Ende der Maßnahmen und so weiter. Und Sie haben keine Angst, dass sich Ihr Zustand irgendwie verschlechtern könnte? Nein. Was würden Sie denn denen, die immer noch auf Corona-Demos gehen, sagen von hier aus? Macht weiter. Ein Satz wie eine Ohrfeige, auch für den Arzt. Sie wissen natürlich, wir sind hier seit 1,5 Jahren im Auge des Orkans. Wir kriegen die vermeidbaren Fälle jetzt momentan. Vorher waren es vielleicht nicht ganz so vermeidbare Fälle. Ich sehe das naturgemäß sehr anders. Der medizinische Nutzen dieser Impfstoffe, der überwiegt für mich ganz klar die Risiken. Und mir ist aber natürlich trotzdem wichtig, dass Sie wissen, dass wir hier die bestmögliche Therapie bekommen. 4 Tage später hat sich der Zustand des uneinsichtigen Patienten weiter verschlechtert. Auch der nächste Fall ist ein Drama mit Ansage. Ein Türkei-Urlauber mit lebensbedrohlichen Symptomen. Gestern aufgenommen, ja. noch mit Raumluft ins Krankenhaus gekommen. Dann 2 Liter Sauerstoffbedarf am Tag der Aufnahme. Und jetzt braucht er 10 bis 12 Liter, jetzt 12 Liter. Also sehr schnelle Dynamik. Leider ungeimpft und auch die gesamte Familie ist krank. Für den 55-jährigen Familienvater sind die Folgen besonders schlimm, da er unter mehreren Vorerkrankungen leidet. Das Virus hatte bei ihm leichtes Spiel. Dr. Celik erklärt die nächsten Schritte. Einfach werden sie nicht. Nach der Tomographie kommen Sie auf die Intensivstation. Da können wir Ihnen mehr Sauerstoff geben, okay? Okay. Ja, nee. Sie brauchen keine Angst zu haben. Sie kriegen hier die beste Behandlung. Müssen Sie denn öfters auf Türkisch sprechen mit den Patienten aktuell? Ja, immer mal wieder, natürlich. Jetzt momentan haben wir einige Reiserückkehrer. Also die Stadt Darmstadt hatte uns das schon gemeldet, dass sie die Infektion bemerken. Von daher wussten wir, dass zeitlich verzögert auch diese Patienten auch ins Krankenhaus kommen werden. Das ist natürlich eine Frage auch der sozioökonomischen Umstände. Viele Menschen in einem engen Haushalt, Arztferne, weniger medizinisches Wissen und auch weniger Hinhören auf den Rat der medizinischen Behörden. Das kommt alles so zusammen. Ungeimpft aus Unwissenheit oder Unwillen, egal was die Gründe sind, die Konsequenzen sind drastisch. Der Zustand des Mannes verschlechtert sich ungewöhnlich schnell, selbst für Corona. Jetzt soll eine Computertomographie seiner Lunge Aufklärung bringen. Wir sind schon auf alles so vorbereitet, weil wir wissen, dass es sehr schnell gehen kann. Aber das heißt nicht, dass wir laxer werden können im
Umgang damit, dass wir die Komplikationen, die Corona machen kann, wie zum Beispiel eine Lungenembolie, die müssen wir immer im Kopf behalten. Das kann noch zusätzlich sein und braucht ja auch eine zielgerichtete Therapie. Schon auf den ersten Blick wird den Ärzten klar, die Bilder zeigen eine Lunge, die vom Virus bereits zerfressen ist. Es sind die typischen Beweisaufnahmen für die Heimtücke von Corona. Alles, was hier heller ist, das ist also nicht nur Luft, sondern das ist entzündliches Lungengewebe, teilweise auch mit Flüssigkeit-Einlagerung. Und das ist eben das Bild einer Corona-Pneumonie. Sie sehen ja jetzt hier, was wir hier alles bewerkstelligen, um diesem Patienten zu helfen. Das ist natürlich auch selbstverständlich, aber möglicherweise wäre er durch eine Impfung gar nicht erst krank geworden oder hätte einen wesentlich leichteren Verlauf gehabt. Bei so einem Sauerstoffbedarf reicht es nicht, wenn wir eine Sauerstoffflasche dabei haben, sondern brauchen zwei. Jetzt mussten wir gerade noch mal überbrücken mit dem Wandanschluss, weil die eine Flasche leer ist. Wenn man so ein paar Minuten unterwegs ist für die Diagnostik, dann muss man auch vorbereitet sein. Aber zum Glück ist die zweite voll. Wie viel Sauerstoff brauchen wir denn gerade? Ja, das war jetzt alles ein bisschen anstrengend, deswegen hat das schon 15 Liter gebraucht. Im Eiltempo geht es für den Reiserückkehrer nun auf die Intensivstation. Er ist heute nicht der Einzige. Am Abend sind alle 8 verfügbaren Betten mit Covid-Patienten belegt. Oberarzt Celik muss noch die Angehörigen des türkischen Neuzugangs informieren. Ja, ich weiß, aber ich möchte jetzt nicht so sehr auf mein Gefühl eingehen, weil es ist nur Spekulation. Ja? Ich will jetzt nicht spekulieren. Wir werden es sehen, wir tun alles, was in unserer Macht steht, aber wir nehmen das schon sehr in Hand. Anderthalb Jahre nach Beginn der ersten Welle muss er immer noch Aufklärung betreiben. Darüber informieren, dass vorerkrankte Patienten schwere Verläufe riskieren und dass es dauert, bis sie wieder ganz gesund sind, wenn überhaupt. Ja, er ist ein bisschen kurzatmig, ein bisschen kurzsilbig, einsilbig, ja. Aber im Prinzip kann er. Vielleicht geben Sie ihm noch ein bisschen Zeit, dass er sich etwas wieder fängt, okay? Gut, alles klar. Bitteschön. Ja, tschüss. Da gehen erstmal Schockwellen natürlich durch die Angehörigen. Und man möchte jetzt nicht, was vergangen ist. Jetzt ist nicht geimpft worden und jetzt ist es ein schwerer Verlauf. Für diesen Patienten hat sich das erstmal so auf die natürliche Art und Weise erledigt, sage ich mal. Aber da gibt es natürlich Angehörige, die noch nicht positiv getestet sind, auch im ähnlichen Alter. Und für die ist es auch wichtig, noch mal darauf hinzuweisen. Aufklärung erledigt, Zeit für den nächsten Fall. Eher ein Zufallsfund. Wir haben eine junge Patientin übernommen von der Abteilung der Unfallchirurgie. Sie hatte einen Autounfall. Und alle Patienten, die in die Klinik kommen, müssen natürlich einen PCR-Abstrich bekommen. Und bei ihr ist der Abstrich positiv ausgefallen. Und das, obwohl die junge Inderin doppelt geimpft ist. Ein Impfdurchbruch also. Wie und wo sie sich angesteckt hat, weiß sie nicht. Wie fühlen Sie sich? Gut. Ja. Haben Sie Husten? Nein. And, haben Sie Probleme beim Atmen? Nein. Hatten Sie Symptome in den letzten Tagen oder Wochen, wie zum Beispiel Probleme beim Schmecken oder Riechen? Taste or smelling things? Nichts dergleichen. Mir geht es wirklich sehr gut. Wir haben uns Ihre Lunge angeguckt und da ist nichts zu sehen. Sie sieht sehr gut aus. Der Grund, warum Sie auf der Covid-Station sind, ist, weil wir Sie isolieren müssen. Es könnte nämlich sein, dass Sie jemanden anstecken. Selbst wenn Sie nur eine geringe Viruslast in sich tragen. Eigentlich wollten wir in den Urlaub nach Spanien. Und um fliegen zu dürfen, brauchten wir einen PCR-Test. Den habe ich gestern gemacht, da war er noch negativ. Und heute, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Wir haben ganz klar gesehen, diese Patienten, die vollständig geimpft sind, die haben keine Covid-Lungenentzündung. Und das ist ja meist der Beginn eines schweren Verlaufs, einer schweren Erkrankung. Von den 11 Patienten, die wir hier betreut haben in den letzten Wochen, trotz einer vollständigen Impfung mit positivem PCR-Test, von denen war ein Patient symptomatisch. Alle anderen lagen aus anderen Gründen im Krankenhaus. Seitdem die Delta-Variante grassiert, häufen sich die Impfdurchbrüche. Rund 7.000 sind es bisher in Deutschland. Und in Darmstadt?
Kommt es denn jetzt häufiger vor, dass Sie Geimpfte mit positiven Tests haben? Also, es sind immer noch nur 20% von den Patienten, die hier stationär sind. Außerhalb der Klinik kann ich es natürlich nicht beurteilen, aber bei uns, unsere Aufnahmen sind 80% ungeimpft. Unverschuldet ungeimpft, auch das gibt es. So wie diese Patientin, eine Pflegerin, die schwere Wochen hinter sich hat. Ist der erste Tag, wo es besser ist? Ja, anderthalb Tage, ja. Gestern ist es. Ja. Es passt auch zu dem typischen Verlauf. Ne? Wir haben so die Talsohle durchschritten. Es nähert sich jetzt quasi dem Ende der zweiten Krankheitswoche. Ich habe die ganze Zeit geschafft gehabt, mich nicht zu infizieren, weil ich wäre gerne geimpft worden. Aber ich hatte auf eine andere Impfung mit einem allergischen Schock reagiert. Deswegen konnte ich mich nicht impfen lassen. Und mein Mann, der ist doppelt geimpft, ist leider ein Impfdurchbruch gewesen, dass er auch sich angesteckt hat mit Corona und hat mich infiziert. Gut 60% der Deutschen sind geimpft. Zu wenig, um Entwarnung zu geben. Stattdessen wird die Arbeitsbeschaffungsmaßnahme Corona wohl leider verlängert.